sind wir da. Genau. Curry 66. Wir sind nicht die, die immer nur verballert feiern. Wir sind auch die, die mehr vom Leben wollen. Haben wir gerade über dein Buch gesprochen? Wieso heißt es Raven Weg in Deutschland? Das ist ein Gesinnungswandel. Nur wenn man es böse will, wendet man es positiv sozusagen quasi. Also es ist, lustigerweise ist das mal draus entstanden, weil irgendwann habe ich ein Video zur Natur gedreht, also wir haben unterwegs Leute gefilmt und dann hat sich jemand echauffiert, dass bei einem Konzert von uns die Leute Raven wegen Deutschland haben irgendwelche Leute gebrüllt. Mhm. Die haben es halt falsch verstanden und ich meinte, das ist ja fast sogar sinnvoller, als gegen Deutschland zu singen, weil wie soll ich denn gegen Deutschland raven? Also das ist ja völliger Quatsch. aber wegen fand ich dann halt sogar wesentlich plausibler, irgendwie so zu sagen, hey, wegen den Verhältnissen hier schieße ich mich jetzt mal raus oder so, ne? Das zu sagen und daher kam dann halt der Titel. Mhm. Ne? Und du hast jetzt diese Lesung im Oktober und auf der Einladung zu der Lesung, zumindest auf der Online-Einladung, sieht man den Papst, wie er dein Buch in die Höhe hält. Ja. Wieso? Das war erstens, also ich sollte einen Online-Flyer machen und dann steht der Papstbesuch vor der Tür und dann hat sich das halt angeboten, weil in diesem Buch, also es ist, ich sag's mal so, es ist sehr unchristlich, was da drin passiert. Es ist halt wirklich voll von Sünde. Mhm. Und, was heißt Sünde? Naja, also es Sex, war halt wirklich, Orgien. Es war halt wirklich, also ja, Drogen. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, also so eigentlich das, was alles die katholische Kirche natürlich total verurteilungswürdig findet. Wie stehst du zu diesem Papstbesuch? Also ich finde es sowieso, also Religion lehne ich erstmal sowieso komplett ab. Also ich bin absolut überhaupt kein religiöser Mensch. Ich finde, Religionen waren und sind schon immer eher ein Repressionsmechanismus gewesen. Also es ist nichts Emanzipatorisches. Und dann halt der neue Papst, der dann nochmal im Speziellen, also braver Hitlerjunge, ist jetzt irgendwie das Oberhaupt der katholischen Kirche, was schon... So, geht schon los. Danke, ja. Wir reden gerade über den Papst. Danke. Da kommt die Wurst gerade richtig. Ja. Dankeschön. Ich finde es ja total schlimm, wenn sie dann Kondome verbieten wollen und so ein Kram. Also ich meine, das ist ja wirklich furchtbar regressiv. Und also so deswegen so gerade Hardcore-Katholiken oder sowas, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Aber da ist es genauso wie bei jedem anderen Religionen auch, wenn sie halt... Wenn die Leute für sich zu Hause im stillen Kämmerlein halt glauben mögen, wenn es ihnen irgendwie durchs Leben hilft, dann mag ich es nicht verurteilen. Dann ist es für mich in Ordnung so, ne? Irgendwie. Aber sollen nicht damit nerven und sollen nicht vor allem irgendwie meinen, andere bekehren zu müssen. Ich glaube, ich habe gelesen, 20.000 Menschen in Berlin wollen auf die Straße gehen. Das ist natürlich immens. Auf der anderen Seite 70.000, die dann den Papst frenetisch begrüßen. Was vor allem kritisiert wird, ist zum einen die Tatsache, dass er im Bundestag sprechen wird. Ja, also das gehört natürlich komplett getrennt. Das ist halt die Frage. Ne? Auf der anderen Seite ist er ja auch Staatschef. Er ist einmal Staatschef vom Vatikan. Hm. Das heißt, eigentlich könnte er ja als Staatschef jetzt erstmal im Bundestag sprechen. Da spricht nicht so viel dagegen. Und dann, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Aber mir ganz im Ernst ist es ehrlich gesagt wurscht egal, ob der im Bundestag redet oder nicht redet. Also so, der redet scheiße. Also ob er das im Bundestag tut oder ob er das draußen tut, ist mir relativ wurscht. Also nichtsdestotrotz gibt es viele gute kirchliche Einrichtungen, kirchliche Dienste, die jetzt auch gerade eins deiner Herzensangelegenheiten, Flüchtlingspolitik betreiben. Letztens mit einem Pastor gesprochen, der kümmert sich um Asyl in der Kirche und die machen tatsächlich toll. Aktive politische Arbeit. Keine Frage. Und das gehört ja auch dazu. Also das stimmt, aber was ist der Subtext? Na, also so, auf den kann man nicht ausblenden. Du kannst halt nicht den Subtext ausblenden, der mitschwingt. Und was eben in dem katholischen Ding immer mitschwingt. Ey, ich finde das fantastisch, Kirchenasyl-Sachen. Ich fand das super, wenn ein Pfarrer damals gesagt hat, hier verstecken wir sie hier drin, dann dürfen sie nicht abgeschoben werden. Finde ich völlig unterstützenswürdig. Mhm. Trotzdem finde ich den Verein, für den er steht, komplett scheiße. Beschissen.
beschissenen Arschlöcher, Mensch. Da gebe ich euch schon die Möglichkeit mitzumachen bei TV. Ja, das hält euch ein. Keiner schickt ein Video. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eins ist bisher gekommen. Meine Fresse, ey. Wenn ihr nicht bald Videos schickt, dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Das sollte euch klar sein, ihr Wichser. Ja, haut ab oder lasst mich einfach in Ruhe, ihr Penner. Aber was ist jetzt mit diesen 70.000 Menschen, ja, die hier in Berlin stehen und dann dem Papst zujubeln? Diese Menschen, aus diesem Massenereignis und dieser gemeinsam gelebten Glauben so viel Kraft schöpfen, ja, ist es richtig, dass dann protestierende Gruppen hingehen und das alles kaputt machen? Sich darüber lustig zu machen, finde ich auf jeden Fall richtig und wichtig, aber ich und mag, wie gesagt... Und einmal aufs Papamobil zu schmeißen oder so? Weiß ich nicht, also da wäre ich jetzt auch nicht unbedingt ein Fan davon oder so, wobei ich, wie gesagt, den Papst selbst oder für die Instanz, die er ist und für das er steht, verabscheuungswürdig finde, im Gegenteil zu Leuten, die wirklich das als Halt in ihrem Leben halt brauchen, wie gesagt, da maße ich mir gar nicht an zu sagen, irgendwie, ihr seid jetzt irgendwie... Scheiße drauf oder so, das ist nicht mein Programm. Ich brauche genauso das wilde Feiern gehen, um irgendwie Kraft zu schöpfen für den Alltag. Keine Frage. Aber die Diskriminierung von Homosexuellen, die dann halt eben bei weiten Teilen davon mitschwingt. Dieses Abtreibungsgegnertum, das finde ich halt wahnsinnig beschissen. Und das hat auch einfach, also so... Ein individueller Glaube von mir aus, aber nicht eben anderen Leuten das aufzwingen wollen. Und das schwingt halt einfach unweigerlich damit. Was ist dir heilig? Eigentlich Politik nichts. Ist eigentlich nichts. Auch deine Musik nicht? Nee, auch das nicht. Deswegen. Lässt es mich auch kalt, wenn mir Leute schreiben, dass sie es richtig scheiße finden oder sowas. Das stört mich nicht. Also ich lasse auch selbst Nazi-Kommentare habe ich stehen lassen. Ich habe immer nur dann gelöscht, wenn es strafrechtlich relevant wurde und auf mich zurückschlägt. Sonst dachte ich immer, habe das stehen lassen und habe immer gesagt so, ey, Leute, die mich, also praktisch, die das gut finden oder also die das halt lesen, die können sich ihr eigenes Bild machen. Also ich traue den Leuten schon eigentlich relativ zu, selbst soweit ihren Kopf zu benutzen. Also deswegen, mach das nicht. Also ich habe niemals in einem, wo ich der Moderator bin, habe ich irgendwas, eine Kommentarfunktion abgestellt oder sowas. Würde ich auch nicht tun. Torsun, ich gehe jetzt hier nach links. Da steht das Auto. Du gehst nach rechts. Okay. Und wir begegnen uns wahrscheinlich im Kater Holzig oder wo auch immer. Tschüss. Vielen Dank für das Interview. Danke euch. Bis bald. Also, ciao. Ciao.